Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project RETV2. Ich bin im Moment allein auf dem Server. Gut, ist auch nicht so schlimm. Und danke für die vielen Kommentare zur letzten Folge. Finde ich cool. Das Luftschiff bleibt natürlich stehen. Also, das auf jeden Fall. Ist kein Thema. So, nachdem wir das letzte Mal ganz viel gelabert haben, wollte ich mich heute einmal mit euch zusammen... mit einem Mod beschäftigen. Ich habe mich ehrlich gesagt selber kaum damit beschäftigt, deswegen machen wir das jetzt mal gemeinsam. Und zwar habe ich in unserer Modliste gefunden den hier, Steve's Factory Manager. Da werden wir uns mal einen kleinen Testaufbau machen. Und dann werden wir einfach mal probieren, ob wir das auch so zum Laufen kriegen, wie ich mir das vorstelle. Und ein paar Grundlagen erarbeiten, hätte ich gesagt, ne? Ja, doch, klingt ganz gut. A lot of soul. So, dann schauen wir mal, haben wir hier noch Steel, Iron, Iron, okay. Brauchen wir die? Ich glaube schon. Na, werden wir gleich sehen. Und dann brauchen wir... Moment. Block of Redstone. Cool. Brauche ja gar keinen Bauen. So, und hier... Nein, das ist auch okay. Jetzt überlege ich gerade, wie man am dümmsten anfangen. Ein bisschen Cobblestone bräuchte ich noch. Habe ich keinen da? Na, gehen wir mal rüber, holen einen. Es regnet. So. Ruckel, ruckel. So, Cobblestone, dann nehmen wir uns mal einen Stack mit. Und das sollte dann eigentlich auch schon reichen. Den Rest müsste ich, glaube ich, dabei haben. Theoretisch. Mal gucken. So, da kommt Tür auf. So. Und zwar Steve's Factory Manager. Da erzähle ich jetzt erst einfach mal ein paar Takte dazu. Steve's Factory Manager dient dazu, um komplexe Abläufe zu automatisieren. Wieso, weshalb, warum? Ist die Banane krumm? Nein, wir werden es uns einfach mal anschauen. Und zwar, wir brauchen dafür immer so einen Machine Inventory Manager. Das ist quasi der zentrale Steuerungsblock. Das hier. Jetzt schauen wir mal, Piston, Iron, Stone, Block of Redstone. Schauen wir mal, was wir davon alles da haben. Piston haben wir keinen. Kein Piston. Schauen wir mal, Piston. Ah, craften wir doch mal einen. Jawohl, auch das klappt. Ha, super. Dann haben wir den Machine Inventory Manager. Das ist doch schon mal klasse. Und dann gibt es noch etwas, was wir uns bauen. Das muss ich selber schnell schauen. Inventory Relay. Wiese Inventory Cable, glaube ich, war es. Genau. Den hier. Da brauchen wir Weighted Pressure Plates. Naja, gut. Eins, zwei. Da machen wir uns mal... mehr wie 8 kriegen wir nicht hin. Okay, gut. Packen wir die dann mal mit rein. Und dann machen wir uns das Zeugs hier. Ha! 8 Stück kommen da gleich raus. Wow. Okay, gut. Dann ist das ja jetzt so nicht. So, und dann machen wir uns mal hier einen Furnace und noch ein Furnace. Genau, machen wir uns 2 Furnaces, eine Chest. Den Rest haben wir dabei, das können wir da gleich mal reinschmeißen. Sieht plattmäßig aus, sieht gut aus. Brauchen wir noch irgendwas? Ich glaube nicht, nö. Genau, gut. Dann, wo bauen wir denn das mal auf? Ja, das bauen wir drüben in der großen Fabrikhalle auf, da haben wir Platz. Da haben wir auf jeden Fall genügend Platz. So. Komm, rüber. Jawohl. Aufmachen. Sehr schön, wir hier mal einen schönen großen Platz. Dann machen wir das. Machen wir das so? Oder machen wir so? 2, 3, 4. Jo, passt. So, dann packen wir da unten mal diesen Inventory Cables rein. Genau, und dann packen wir uns da links den hier rein. Machine Inventory Manager. Super. Jetzt nehme ich erstmal einen Schluck aus meinem Kaffee. Lecker. Super. So, ein super geniales, kompliziertes Interface.
ist ja kein Thema. Kriegen wir alles im Griff, nicht? Kein Problem. Dann packen wir uns dann mal das da, das und das da. Genau, dann packen wir uns mal hier ein Inventory hin und hier ein Inventory hin. Oder? Machen wir das so? Machen wir so. Falsches Werkzeug. Ach komm, scheiß drauf. Lass uns das stehen. So. Jetzt haben wir hier quasi einen Versuchsaufbau. In den Ofen packen wir uns unten mal ein bisschen Kohle rein. Hier packen wir uns ein bisschen Oakwood rein. Und jo. Hätte ich gesagt, reicht das mal für einen Testaufbau zum Rumprobieren. Jo. Jede Aktion, die wir hier machen wollen, fängt an mit einem Create Trigger. Klick. So, da kommt so ein kleines Kastel. Das kann man da mit dem links oben, mit dem kleineren Kastel an dem Kastel verschieben. Das kann man noch konfigurieren. Ja. Man könnte das mit einem Redstone-Signal starten, die ganze Aktion, was wir jetzt erstmal noch gar nicht wollen, weil eigentlich wollen wir erstmal grob auf das Thema eingehen, was man damit alles machen kann. Deswegen lassen wir den Trigger mal außen vor. So, wir wollen damit anfangen. Wir wollen aus dieser Kiste hier das Holz rausnehmen und wollen es hier oben in den Ofen reinpacken, um Charcoal herzustellen. Und genau das machen wir jetzt erstmal. Das heißt, wir müssen zuerst etwas irgendwo rausnehmen, also einen Output generieren. Da haben wir einen Output. Nämlich, wir nehmen aus der Kiste etwas heraus. Dann wollen wir das irgendwo reinstecken. Und dann wollen wir das Zeug wieder irgendwo rausnehmen, um es danach wieder irgendwo reinzustecken. Ganz einfach. Das sortieren wir jetzt hier mal ein bisschen so. Ja, ein bisschen logisch. So. Also, wir fangen hier an. Wir wollen aus... Jetzt haben wir hier zwei Kisten. Da kann man einfach gucken, beim Mouseover, die ist ein Block weg, die ist vier Blocks weg. Also wir wollen hier raus etwas herausnehmen. Und zwar... Target kommen wir gleich noch beim nächsten dazu. Und zwar wollen wir whitelisten. Oak. Und dann schlägt er uns schon vor, was wir da alles nehmen können. Oh gut, das wollen wir rausnehmen. Okay. Das ist richtig. Und dann wollen wir das Ganze in den zwei Block entfernten Ofen reinstecken. Und zwar, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, hier, wir wollen das oben reinstecken, ab. Und dann muss man hier noch Activated drücken. Oh, okay. So, und jetzt können wir ihm hier nochmal sagen, wir whitelisten das und wir sagen hier wieder, und zwar, wir wollen hier Oakwood reinstecken. Und damit haben wir es dann ganz klar festgeschrieben, was wir haben wollen. So, jetzt machen wir hier mal ganz kurz Escape und nehmen hier nochmal die Kohle raus, der Vorsicht halber, und testen mal unseren ersten Schritt. So, passiert tut im Moment nämlich noch nichts. Wir müssen nämlich jetzt noch die Punkte verbinden. Und zwar nehme hier bitte raus und packe das hier rein. So, jetzt haben wir hier irgendein No Direction is active. Okay. Das ist okay. Eigentlich egal. Ach, nehmen wir doch von oben. So. Und jetzt müsste er eigentlich... Haben wir ihm schon gesagt, wohin? Jo, haben wir ihm gesagt. Theoretisch. Und praktisch. Nein, tut er nicht. Och Mann. Inventories war doch eigentlich nicht notwendig. Okay. Nein. Was willst du jetzt wieder von mir? Was willst du jetzt wieder von mir? Inventories. Haben wir richtig? Nein. Nur bis 15. Ist jetzt raus? Nö. Warum nimmst du das jetzt nicht raus? Beim Testen hat das doch wunderbar funktioniert. Ein bisschen rumprobiert habe ich ja damit schon, ne? Warum
was soll denn das? Na komm, machen wir es einfach so. Schmeißen wir dich nochmal raus. Und generieren nochmal einen Output. Genau. So, ein neuer Output. Wir wollen aus dieser Kiste whitelisten Oak. Gut. Hierhin. Und hierhin. Nimm's nicht raus. Weißt du, weil der ist No Direction is active. No Direction. Wieso Direction? Was willst du denn von mir jetzt? Und du sollst es da reinpacken, bitte. Na los. Das ist doch doof jetzt gerade. Müssen wir da alle aktivieren? No, probieren wir es einfach mal. Down, activate, north, activate, 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 activate. Er nimmt es nicht raus. Ich hab ein Essen hier. Steigt die Gehirnzelle. So. Blöd. Muss mal anders, nehmen wir mal hier raus und links mal hier rein. Probieren wir es mal andersrum. Und zwar hier. Bitte auch. Nö. Nö. Das ist jetzt aber komisch. Das ist aber sehr komisch. Wobei Target ist ja gar nicht richtig, ne? Eigentlich haben wir ja gar kein Target, wo wir es hinpacken wollen in der Kiste, sondern wir wollen es ja aus der Kiste rausnehmen. Items. Whitelist. Passt. Output, Input. Was ist denn jetzt schon wieder mit mir los hier? Hm? Magst du mich jetzt gar nicht mehr, oder wie? Warum der mich jetzt nicht? Das verstehe ich jetzt gar nicht. Verstehe ich jetzt echt nicht. Warum nimmst du das Oakwood hier nicht raus? Output. Aus allen Kisten, dann können wir wieder deselecten. Target haben wir eigentlich keins. Mal weg hier. Dann sagt immer No Direction is active. Eigentlich wäre mir das wurscht. Lass mich hier nochmal ganz kurz rumprobieren. Ich bin gleich wieder da. So, wieder zurück. Also ich habe die Befürchtung, dass wir da hier einfach die falschen Teile genommen haben. Deswegen baue ich jetzt hier gerade noch ein paar Hopper. Schauen wir mal. So viel kriegen wir. Haben wir noch eine Chest vielleicht hier irgendwo? Chest. Ja, schauen wir mal, können wir uns da nochmal... Drei basteln vielleicht. Jawohl, drei können wir es noch basteln. So. Die Hopper da rein, das da rein. Und dann gibt es hier den da. Inventory Relay. Komm. Gut. Nehmen wir den uns mal mit hier. Wir könnten uns doch den Advanced Internet Relay, Advanced Relay machen. Ach komm. Wir probieren es gleich mal mit den höherwertigen Sachen. Ja, machen wir es gleich so. So, vielleicht funktioniert es nämlich dann. Weil irgendwie hat es jetzt gerade nulliger geklappt. Aber wie gesagt, ich bin mit dem Mod noch gar nicht so firm. Kann durchaus sein, dass ich mich da gerade nur ein bisschen zu dämlich anstelle. Deswegen nehmen wir jetzt hier mal alles raus.
So, das da raus. Da haben wir nichts drin, da haben wir nichts drin. Gut. Dann nehmen wir die Advanced Relays. Hier. So. Wo haben wir? Da haben wir den Fitted Covered. Gut, war jetzt aber auch kein Drama, das Ding umzubauen. Ne? So, dann schmeißen wir hier nämlich nochmal alles weg. Den Trigger, den Output und den Input. Schwupp, und machen das nochmal neu. Also ein neuer Trigger. Gut. Dann ein neuer Output. Und ein neuer Input. Schauen wir mal, ob das jetzt diesmal klappt. So. Wir packen in diese Kiste 16 Uhr gut. Und wir packen in diese Kiste 4 Charcoal, 4 Kohle, genau. So, dann heißt das, aus dem nächstgelegenen Inventory. Das sieht auch komisch aus jetzt. Das sieht auch falsch aus. Na, sieht falsch aus. Sieht falsch aus. Wahrscheinlich haben wir einen zu weit gebaut, ha? Huh? Haben wir noch den davor? Nee, haben wir nicht. Gut. Dann baue ich nochmal schnell ein paar von den anderen. Und dann bin ich gleich wieder zurück. Schauen wir mal, ob die dann vielleicht besser aussehen. So, jetzt haben wir uns nochmal schnell die anderen gebaut. Naja, hoffen wir mal, dass die besser funktionieren. Machen wir hier nochmal alles weg. So, weg damit. Gut. Dann packen wir uns die Inventory Relays. Genau. Ich glaube, das war der Fehler. So, jetzt haben wir es. Hoffentlich. Mhm. Gespannt, ich bin. Okay, also das haben wir noch alles drin. Dann... Wir wollen aus der... Na toll, das sieht wieder total falsch aus hier. Verdammt. Was ist denn das für ein Mist? Also, nochmal weg. Nochmal weg. Probieren wir es nochmal anders. Es kann ja durchaus sein, dass das hier alles mit was anderem zusammenhängt, woran ich jetzt gerade nicht daran gerade denke. Schauen wir mal, wie das aussieht, wenn ich das so mache. Und das Inventory-Kabel hier hinpacke. So. Inventories. Inventory Relay. Nee, das ist falsch. Die sehe ich komplett falsch. Verdammt. Kann ich die wieder irgendwie zurück umwandeln? Ich kann es wieder einschmelzen. Super. Inventory Cable. Muss ich da jetzt wirklich nochmal solche bauen? Verdammt, so eine Scheiße hier. Gibt's doch nicht. Menschenskinder. Weil ich habe das nämlich mal getestet im Singleplayer und da sah das nämlich gar nicht so schlecht aus. Da hat das nämlich auch ganz gut funktioniert. So, machen wir mal so rum. Inventory Cable. Und dann packen wir den mal hier hin. So, probieren wir mal, was jetzt aussieht. Ein neuer Trigger, ein Output, ein Input. So. Das muss doch gehen hier, verdammte Axt. Verflixt und zugenagelt. So, ich möchte aus dem... Okay, aus dem hier möchte ich mir rausholen. Oak. Gut. Gut. Whitelisted. Whitelist, ja. No Direction is active. Das gibt's doch bei besten Willen nicht. Und dann möchte ich das Ganze bitte in den Ofen hier. Und zwar Down Activate. So, und was sagst du jetzt hier? Whitelist is empty. Okay, gut. Das ist in Ordnung, das verstehe ich. Oak Wood. Aber ab, bitte. So rum.
Und nimmst du was raus? Nein. Nein. Das ist jetzt total komisch, warum das nicht geht. Das ist total komisch. Weil eigentlich bei den Inventories sollte das eigentlich reichen. Wir können jetzt hier mal alle nochmal aktivieren. Weil es ja eigentlich egal ist, aus welcher Seite wir das Ding rausziehen. So, ziehen wir es theoretisch aus allen Seiten raus. Aber praktisch tut er nichts ziehen. Blöd. Ganz blöd. Wisst ihr, was wir machen? Ich gehe mal ganz kurz in die Singleplayer-Welt. Nehme euch dann gleich mit und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wieder da. Also dann probieren wir das mal hier in der Singleplayer-Welt. Wir packen hier Oakwood rein. Wir packen hier ein bisschen Kohle rein. Genau. Oakwood und Kohle. Furnace. Da haben wir noch was drin. Das nehmen wir raus. Hier sind nur die Inventory-Cables drin, so wie wir es gerade eigentlich hatten. Aber gut. Dann machen wir einen Trigger, einen Output, einen Input. Machen wir es mal ganz einfach. So. Mal schön hinrichten hier. Genau. So. Dann also. Wir wollen uns aus dem nächstgelegenen Inventory hier, wollen wir uns Oakwood ziehen. Schau mal, ist das tatsächlich Oakwood? Ja, passt. Und das wollen wir uns in den nächstgelegenen Ofen und zwar ab. Probieren wir einfach mal ab. Genau, probieren wir ab. So. Hier möchtest du natürlich wieder haben, was? Dann nehmen wir mal Oak. Wood. Genau. Und hier. Das passt. Na, nimmst du was raus oder nimmst du nichts raus? Nein, du nimmst auch hier nichts raus. Auch nicht. Also scheint das. Ey, es ist doch wirklich zum Mäusemelken. Es ist doch zum Mäusemelken verflixt. Jo, lass mich hier nochmal ganz kurz rumprobieren. Ich bin gleich wieder da. So, wieder zurück. Also sowas Dämliches wie mich gibt es, glaube ich, auf dieser Welt kein zweites Mal. Nein, natürlich. Wir nehmen jetzt hier nochmal unseren ursprünglichen Aufbau. So. Und packen hier den da noch drauf. So, nichts mehr. Da haben wir Coal, Oakwood. Genau. Leer, leer, leer. Gut. Okay, also 1, 2, 3. So, wir kriegen das noch in den Griff. Wir kriegen das noch in den Griff. Haha. Jetzt weiß ich nämlich meinen Fehler. Wir müssen zuerst einen Input generieren. Ha, der Input ist nämlich, kann man sich vielleicht, ja, wir geben in dieses System hier erstmal was rein. Das ist der Input. Okay. Also wir holen uns aus dem Inventory. Holen wir uns andersrum. Oak. Wood. Genau. Whitelisten. Schau mal, Inventories passt aus dem. Gut. Und wir geben das Ganze aus in den ersten Ofen. Und zwar ab. Activate. So. Jetzt werden wir die verbinden. Ja. Ja. Und. Ja, und hier geben wir noch Target, nochmal Down an. So, jetzt hat er nämlich das Oakwood hier rausgenommen und hat es uns hier oben reingepackt. Jo, jetzt gibt es noch einen zweiten. Und zwar, wir nehmen uns nochmal einen Input. Den packen wir uns hier hin. Und noch ein Output.
Denn wir haben ja noch was weiteres, was wir noch drin haben. Wir haben hier noch Kohle. Die Kohle packen wir. Nehmen wir Kohle? Kohle. Ja, nehmen wir Kohle. Wir holen uns aus diesem Inventory noch Kohle. Und zwar normale Kohle. Nur so zum Zeigen. Und zwar von eigentlich egal. Und packen das Ganze in diesen Ofen. Down, unten. Und zwar auch wieder Whitelist. Cool. So, und dann verbinden wir das Ganze nochmal. 1, 2, 3, 4. Und jetzt müsste er, jawohl, er hat die Kohle reingepackt. Und jetzt machen wir noch Folgendes. Als letzten Schritt nehmen wir wieder einen Input und ein Output. Und zwar holen wir uns nämlich jetzt aus diesem Ofen, holen wir uns Charcoal, und jetzt kommt dann gleich der spannende Teil, und geben das Ganze in diesen Ofen, und zwar unten rein, als Brennmittel. Jetzt hier, Whitelist, Chuck. Charcoal. Na, habe ich mir wieder richtig dämlich heute angestellt. Ja? Naja. Macht nix. So, und was möchtest du? No direction is active. Okay. Target. Ich sag mal East. Schauen wir mal, ob das stimmt. Nein, East scheint nicht zu stimmen. Aber das können wir natürlich auch ganz einfach machen. Wir können uns hier aus... wir haben unten reingelegt, up, down, nehmen wir mal south nochmal dazu. Nein, dann nimmt er nicht raus. Komm, wisst ihr was, das machen wir uns ganz einfach jetzt. Aus allen, da wir es ja eingeschränkt haben, ab, okay, wir haben es ja eingeschränkt auf Charcoal. Das müsste ja eigentlich, jawohl, er hat die Charcoal bereits. Jetzt schau mal, zack, Charcoal drin, Charcoal draußen. Hier war 9, jetzt sind 10. Funktioniert. Wir haben Steve's Factory Manager gemanagt. Ha, cool, wa? Das Ganze geht noch ein bisschen weiter. Und zwar, wir können dann noch hier mit Liquids arbeiten. Hm? Create Liquid Input, Create Liquid Output. Man kann Flüssigkeiten noch mit Konditionen versehen, man kann hier noch ein bisschen Flow Control machen, generell Konditionen machen, man kann das Ganze noch ein bisschen mit Redstone steuern, man kann hier auch noch einen Autocrafter einbauen, könnte man das jetzt hier irgendwie machen, ich habe jetzt hier leider keinen, habe ich hier irgendwas? Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwo Cobblestone? Cobblestone? Cobblestone ist natürlich ein doofes Beispiel jetzt gerade. Habe natürlich nur die gute Spitzhacke da, ne? Klar. So, was könnten wir denn hier aus Stone machen? Nein. Stone zu Stone Bricks. Genau, das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt noch ganz kurz. So viel Zeit muss sein. So. Schauen wir mal, drüben müssen wir Cobblestone eigentlich im System haben. So. Da haben wir Cobblestone. Nehmen wir mal einen halben Stack mit. Das ist zwar nicht unbedingt besonders sinnvoll, was wir machen, aber ihr könnt euch dann, glaube ich, halbwegs vorstellen, in welche Richtung das gehen soll. So. Und jetzt machen wir nämlich noch Folgendes. Wir schmeißen hier den Cobblestone rein und generieren uns hier nochmal einen Input, einen Output. So, die packen wir hier hin. Sieht schon alles reichlich kompliziert aus, ne? So, wir wollen aus dieser Kiste Cobblestone haben. Genau. Und zwar aus irgendeiner direkt. Genau. Und wollen das in diesen Ofen.
Und zwar ab Activate Items Whitelist Cobblestone. Okay. So. Schieben das mal ein bisschen anders hin. Machen wir das dann mal hier hin und das dann mal hier hin. Genau. Und hier und hier. So. Hier und hier. Hier und hier. So, jetzt müsste der da hier loslegen. Genau, und brennt uns Cobblestone. Gut. Da. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Jawohl. So, und jetzt nehmen wir nochmal ein Create Input. Und einen Create Autocrafter. Und einen Create Output. Dann machen wir mal wieder eine extra Zeile. Spalte. So. Input. Wir wollen uns aus. Halt hier. Aus dem da. Aus. Machen wir es einfach mal so. Brauchen wir gar nicht lange überlegen. Wollen wir Stone haben? Genau. Yep. Und dann wollen wir im Crafter. So, jetzt nehmen wir uns mal einen. Ja, einen wollte ich eigentlich nur. Uses. Genau, jetzt machen wir uns Stone Bricks. Stone Bricks machen wir uns, das ist eine gute Idee. Und zwar machen wir uns hier im Crafter. Crafting. Stone. 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 So, hier sehen wir schon, was rauskommt. Stone Bricks. Ja. Und das Ganze wollen wir ausgeben. Da rechts. Und zwar wollen wir Items, Whitelist, zack. Stone. Bricks. Nein, die da hier. Gut. Und jetzt wird's spannend. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Weil das habe ich noch gar nicht ausprobiert. So. No excess inventory selected. Gut. Heißt überschüssige. These inventories will be used if some of the crafted items don't fit. It will always be used to contain items. So, was kann ich hier nehmen? Nehmen wir die Chest hier. Und hier beim Output. Direction haben wir keine. Down, activate. Zack. So, und mit etwas Glück kommen hier Stonebricks raus. So, jetzt schauen wir mal. 3. Und wenn wir 4 Stück haben, das ist gleich der Fall. 3. Abwarten. Jawohl, es funktioniert. Spannende Geschichte. Wie ihr seht, man kann hier relativ komplexe Zusammenhänge formulieren. Man kann das Ganze mit Konditionen versehen. Man kann hier alles Mögliche an Mist und Cheat-Kram machen. Aber ich sag mal, in dieser... Ja, ich hätte gesagt, das reicht jetzt mal für heute. Also ich überlege mir noch, ob wir das hier ein bisschen umbauen, einbauen, wie auch immer bauen könnten. Weil das gefällt mir echt gut hier. Also das hier ist richtig nice und schick und nett. Und mir fallen da schon ein paar Zusammenhänge da hinten ein, die man da gut verwenden könnte dafür. Aber in diesem Sinne, wenn euch die Folge, auch wenn sie etwas chaotisch war und etwas zerstückelt und etwas, naja, was weiß ich was, dann bitte Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Aber bitte dann auch gleich einen kleinen Kommentar mit dazu. In diesem Sinne, wenn, jo, ansonsten würde ich sagen, ja, ansonstige Anregungen, Kommentare unten in die Kommentare. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.